Herzlich willkommen zu Ihrem Ratgeber Gesundheit in der Bergapotheke in Brand-Erbisdorf. In der Bergapotheke gibt es das Beste für Sie. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie heute wieder ganz herzlich in Ihrer Bergapotheke in Brand-Erbisdorf begrüßen. Der Sommer neigt sich jetzt dem Ende und wichtig ist, dass Sie nach wie vor an die Zecken denken und sich gut dagegen schützen. Gerade wenn Sie im Wald oder unterwegs spazieren sind beim Wandern, ist der Zeckenschutz nach wie vor ein ganz wichtiges Thema. Sprühen Sie sich da ein, schützen Sie sich vor den Zecken. Wir haben immer wieder Patienten mit Borreliose, was wirklich unschön ist. Gegen die FSME kann man sich impfen lassen, gegen diese bakterielle Borreliose nicht. Heute geht es aber um das Thema Bluthochdruck. Der Bluthochdruck betrifft sehr viele Patienten. Viele chronisch kranke, ältere Menschen und auch Diabetiker sollen auf ihren Blutdruck achten. Und wir erklären Ihnen erstmal, was es mit dem Blutdruck auf sich hat. Das Herz pumpt regelmäßig, damit Ihr Körper insgesamt immer mit Nährstoffen, mit Sauerstoff versorgt wird und damit das Blut auch in alle Zellen gelangt. Wenn das Herz krank ist oder auch die Gefäße erkrankt sind oder auch beim Diabetiker, kann der Blutdruck höher werden, einfach weil das Herz die Organe richtig versorgen will. Und das schadet aber wiederum dann den Gefäßen, wenn der Blutdruck ständig zu hoch ist. Sie müssen sich das so vorstellen wie mit einem Gartenschlauch. Wenn Sie da ständig zu hohen Druck drauf geben, wird er natürlich auch eher spröde. Wenn die Gefäße dann erkrankt sind, versteifen sie und es können so Gefäßverkalkungen entstehen, die dann wieder Folgeschäden am Herz oder im Gehirn Richtung Schlaganfall verursachen. Der Blutdruck lässt sich ganz optimal einstellen bei den meisten Patienten mit ganz modernen Medikamenten. Und hier muss man wirklich genau hinschauen, wie die Zielblutdruckwerte sein sollen. Das reden Sie am besten mit Ihrem Arzt, weil man zum Beispiel als Diabetiker viel engere Werte haben soll als ein ansonsten gesunder Mensch. Und je nach Alter stellt Ihr Arzt dann den Blutdruck für Sie optimal ein. Da gibt es wirklich sehr gute Medikamente, die vor allem auch sehr gut verträglich sind und wirksam sind. Wirksam heißt hier nicht, dass Sie den Blutdruck alleine senken, sondern dass Sie wirklich Ihre Lebenserwartung enorm steigern. Und man sagt, so 5 bis 10 Jahre gewinnt man, vor allem Jahre, in denen man gesund lebt und nicht einen Schlaganfall hatte, einen Herzinfarkt hatte und damit dann sehr eingeschränkt ist. Also die moderne Blutdrucktherapie schenkt uns wirklich wertvolle Lebenszeit. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie Ihren Blutdruck regelmäßig messen lassen, am besten beim Arzt oder bei uns in der Apotheke. Wir haben auch so standardisierte Messgeräte, die den Blutdruck ordentlich erfassen. Oder Sie messen zu Hause natürlich mit einem zuverlässigen Gerät. Und hier gibt es ganz tolle Unterschiede. Es gibt natürlich die billigeren Geräte, die weniger Leistung bringen und es gibt die wirklich besseren Geräte. Das erkennen Sie am Siegel der Hochdruckliga zum Beispiel. Die Hochdruckliga prüft die Blutdruckmessgeräte und stellt bestimmte Standards bereit und vergibt dann die Siegel. Selbstverständlich haben unsere Geräte alle diese Siegel und sie sind auch wirklich technisch auf neuestem Stand. Wir haben verschiedene Messgeräte für das Handgelenk, für eher jüngere, aktivere Leute, für Oberarm, wenn man eher schon an Gefäßerkrankungen leidet, beziehungsweise auch Messgeräte, die Herzrhythmusstörungen erkennen. Da gibt es immer wieder Probleme beim Messen und gerade Patienten mit Herzrhythmusstörungen sollten da auch ganz genau drauf achten, weil diese Herzrhythmusstörungen auch wieder zu Schlaganfällen führen können. Deshalb dort auch optimal den Blutdruck einstellen, ganz wichtig. Natürlich kommen zu uns auch immer wieder Patienten, die fragen, ob sie den Blutdruck nicht mit natürlichen Mitteln einstellen können und behandeln können. Und hier müssen wir wirklich klare Grenzen setzen. Es gibt Grenzfälle, wo man das versuchen kann. Hier gibt es pflanzliche Präparate. Mit Homöopathie halte ich wenig davon. Unterstützend vielleicht, wenn man eine gute Beratung hat, ein gutes Mittel auswählt. Aber verlassen Sie sich wirklich lieber auf die richtigen Blutdruckmedikamente, weil die wirklich nachgewiesen haben, dass sie Ihr Leben verlängern.
Ansonsten lassen Sie sich bitte auch beraten, welches Blutdruckmessgerät für Sie geeignet ist, dass wir wirklich ein gutes für Sie finden, wo Sie sehr gut damit zurechtkommen und was auch bei Ihnen ordentlich dann misst. Wir haben im September eine Aktion für Sie vorbereitet. Sie können da Ihr Messgerät prüfen lassen. Wir würden die Geräte einschicken und von Prüfingenieuren prüfen lassen, damit diese dann wirklich zuverlässig sind und zuverlässig messen. Und wir machen die Aktion ja schon seit ein paar Jahren sehr erfolgreich. Das wird sehr gerne angenommen. Wichtig ist, dass Sie vorher immer einen Termin sich holen und das Gerät dann rechtzeitig in der Apotheke dann abgeben. Am besten, Sie rufen vorher an und die Aktion wird am 16. September durchgeführt, wo Sie die Geräte spätestens abgegeben haben müssen und dann können Sie die wieder abholen und können dann sicher sein, dass Ihr Messgerät wirklich ordentlich misst, weil ein schlechter Messwert, weil der falsch gemessen wurde, ist immer das Schlechteste. Wir haben außerdem natürlich ganz viele Tipps, wie Sie überhaupt den Blutdruck ordentlich messen. Dazu gehört, dass Sie in Ruhe messen, nicht gerade wenn Sie die Treppe hochgerannt sind, sondern schön erstmal zur Ruhe kommen. Am besten auch mehrfach am Tag. Suchen Sie sich da ein, zwei Tage in der Woche aus, wo Sie ein sogenanntes Profil machen. Am besten früh, gleich nach dem Aufstehen. Dann morgens so zwischen 10 und 11. Das sind die Werte normalerweise immer am höchsten. Nachmittag nochmal um 4 und dann abends. Ansonsten bitte vorher nichts essen und auch nichts Kaffee trinken, weil damit die Werte verfälscht werden. Die sind dann meist viel höher. Und ganz wichtig, gehen Sie vorher auf Toilette. Mit einer vollen Blase hat man meist 10 bis 15 mm Quecksilber höhere Werte. Und Sie wollen ja genaue Werte und nicht irgendwelche Werte. Also vorher zur Toilette gehen, vorher keinen Kaffee trinken. Mindestens eine halbe, besser ein, zwei Stunden nach dem Essen und schön in Ruhe messen und während der Messung nicht reden. Das ist auch ganz wichtig, weil die Messgeräte sonst auch nicht genau messen können. Sie können sich diese Tipps auch gern nochmal zusammengefasst in der Bergapotheke abholen und sich auch hier gern beraten lassen. Ansonsten bieten wir Ihnen selbstverständlich an, dass wir Ihren Blutdruck auch strukturiert messen als pharmazeutische Dienstleistung. Wir haben ein besonderes Messgerät, was zum Beispiel auch Herzrhythmusstörungen erkennt. Dazu können Sie entweder so vorbeikommen, wenn Zeit ist, machen wir das sofort, wenn auch in Ruhe alles gemacht werden kann, oder wir geben Ihnen einen Termin. Rufen Sie dazu auch gerne an. So viel erstmal zum den Messgeräten an sich. Ansonsten können Sie als Blutdruckpatient einiges auch tun für Ihre Gesundheit. Natürlich ist ganz viel Bewegung wichtig. Mindestens zweimal in der Woche, so dass man auch ein bisschen aus der Puste kommt. Sprechen Sie das auch bitte mit Ihrem Arzt ab. Und wichtig ist auch ein gutes Essen. Unter gutem Essen natürlich alles schön frisch. Möglichst keine Fertiggerichte, weil die wirklich negativen Einfluss auf den Blutdruck haben können, und benutzen Sie Rapsöl, Olivenöl, essen Sie auch viel Fisch, das tut eigentlich der Gesundheit recht gut, vor allem Seefisch mit den Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren, und achten Sie insgesamt auch auf wenig Stress. Gucken Sie nach Ihrem Schlaf. Gerade Schlafapnoe-Patienten leiden auch manchmal einfach nur unter hohem Blutdruck als Diagnose. Also schauen Sie da, dass Sie ordentlich schlafen, und bauen Sie mit allen möglichen Sachen Ihren Stress ab. Versuchen Sie, sich viel zu bewegen. Versuchen Sie, positiv zu denken. Und hier ist die Homöopathie nun wieder bei vielen Leuten sehr hilfreich. Auch die Aromatherapie mit sehr guten ätherischen Ölen wie Lavendel zum Beispiel kann hier ein bisschen was bewirken. Dazu können Sie sich auch vor allem bei uns gern beraten lassen. Wir bieten Ihnen da verschiedene Möglichkeiten, was Sie wirklich für sich persönlich dann tun können. Aber ganz wichtig, regelmäßige Kontrollen beim Arzt und die Blutdruckmedikamente wirklich regelmäßig nehmen. So viel erstmal zum Blutdruck. Ansonsten gibt es noch verschiedene andere Neuigkeiten. Eine weniger positive Sache ist, dass wir Apotheken nach wie vor unter enormem Druck leiden. Es ist nicht nur das Honorar, was uns fehlt, was natürlich enorm
belastet, dass wir keine Honorarerhöhung bekommen haben seit 20 Jahren. Wir haben auch mit diesem ganzen Bürokratiewahnsinn zu kämpfen. Die Kassen traktieren uns mit allen möglichen Regelungen und die Lieferengpässe sind nach wie vor ein ungelöstes Thema. Wir versuchen alles, damit sie davon gar nichts mitkriegen. Wir versuchen auch alles, damit sie regelmäßig mit ihren Medikamenten versorgt werden können und damit sie auch ihre Therapie ordentlich fortsetzen können. Wir kämpfen dafür, mein Team und ich. Und wir gehen heute Nachmittag zur Demonstration in Dresden. Wir sind nicht gegen irgendwas, wir sind einfach für ihre Gesundheitsversorgung. Wir sind für ein gutes Gesundheitswesen. Wir sind für den Erhalt der Apotheke vor Ort mit Apothekern, weil einfach die Apotheker ja ein besonderes Studium abgelegt haben. Sie haben eine Approbation, eine Berufserlaubnis und nur Apotheker dürfen zum Beispiel diese starken Schmerzmittel in der Versorgung von schwer kranken, sterbenden Menschen abgeben. Und wir möchten, dass diese Versorgung weiter für sie erhalten bleibt. Und deshalb müssen wir auch ein Zeichen setzen. Ich bitte einfach um Ihr Verständnis. Kommen Sie in Ihre Bergapotheke in Brand-Erbisdorf. Wir haben zusätzlich zu dieser Prüfaktion Ihrer Blutdruckmessgeräte auch eine Aktion ab dem 16. September. Bis zum Ende September erhalten Sie doppelte Bonuspunkte, wenn Sie ein Blutdruckmessgerät neu kaufen. Manchmal sucht man ja ein Geschenk für einen lieben Angehörigen und da tun Sie im Bluthochdruckpatienten wirklich was Gutes, wenn er zu Hause regelmäßig seinen Blutdruck kontrollieren kann. Und hier möchten wir Sie gerne unterstützen und wie gesagt, Sie erhalten doppelte Bonuspunkte von uns beim Neukauf eines Geräts. Ich möchte Ihnen erstmal alles Gute wünschen für den kommenden Herbst und wir möchten einfach positiv bleiben. Zusammen schaffen wir das.